Und willkommen zurück zu Pokémon Platin. Sind immer noch im Ewigwald, haben Raisa im Schlepptau und ja, gehen einfach weiter, machen diesen Kampf. Aber ich glaube, in diesem Part müssen wir ewig genau erreichen. Oh, auch ein Enton. Aber unser Enton ist stärker. Da bin ich mir sicher. Jetzt greifen wir diesen Medit an. Oder Medici, ich weiß nicht genau. Medici heißt es, glaube ich. Oh, Meditation ist erhöht seinen Angriff. Okay, Enton dürfte kein so großes Problem sein. Okay, Aquaknarre ist natürlich nicht so intelligent. Zieht mir nämlich nicht viel ab, weil ich auch ein Wasser-Pokémon bin. Aber meine Konfusion zieht dafür was ab, weil Enton ja kein Ziege-Pokémon ist. Sondern nur ein reines Wasser-Pokémon, aber zieht dennoch nicht so viel ab. Ah, das kann auch Konfusion. Ich dachte, Konfusion lernst du auf Level 18. Boah, ein Cheater, Mann. Der hat ne... Ist auch egal, der Enton ist down. Was ist hier? Geht's bloß zurück, da will ich natürlich nicht hin. Hier wieder das hohe Gras. Und jetzt greifen wir uns mal Pokémon an. Man sieht, es sind immer zwei, und zwar ein Knospi und ein Wampel. Okay, die EP nehme ich natürlich mit. Werde dann vor der Arena nochmal offscreen trainieren, wahrscheinlich ein bisschen. So alles auf Level 19, 20 bringen. Hey, wie der hat jetzt angegriffen? Schönera, mein Gott. Der KI ist sowas von dämlich in diesem Spiel. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde Ino, Luxio und Enton hochtrainieren müssen, weil die anderen Staravia und Pampyro sind in der Arena, können ja gegen eine Pflanzenarena was machen. Dann kein Problem haben. Genau, nochmal Aquaknarre, dann ist das Ding auch down. Und Enton erreicht Level 20. Gut, den werde ich gar nicht trainieren müssen. Mal gucken, kommt noch ein Trainerkampf? Ist erstmal hier ein Item. Ne, kein Kampf, wir sind am Ende. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Mike. Bitte nimm dieses Zeichen meiner Anerkennung. Ah, die Sanftglocke. Wenn es ein Pokémon trägt, wird die Zuneigung zu ihm zum Trainer erhöht. Also kriegt es mehr Zuneigung. Genau, wir gehen jetzt auch hier aus dem Wald raus. Obwohl, ich glaube, offscreen muss ich gar nicht trainieren. Das müsste eigentlich gehen. Nee, das lasse ich jetzt mal. Ich glaube, das letzte Training war ganz gut. Hier sind noch ein paar Angler. Ach, okay, der kämpft nicht. Der kämpft. Kann Luxius wieder abschneiden, weil Angler haben voraussichtlich Wasser-Pokémon. Goldini. Ah, Level 17. Das ist doch mal ein schönes Level zum Trainieren. Kriegt gleich mal einen Funkensprung. Und bam. Genau, down. Boah, und Level 19, juhu. Nee, ich glaube, das Offscreen-Training kann ich mir echt sparen. Wieder einer. Kann ich ja vielleicht in diesem Part noch mit der Arena anfangen.
6 Pokémon. Ich habe die Vermutung, das werden jetzt 6 Karpados sein. Oh nee, komm. Karpador, ich glaube, nach Sonnenkern des Pokémon mit den schlechtesten Werten. Ja, genau, Erfahrung kriege ich auch noch so richtig. Wenn ich natürlich immer so viel Erfahrung kriege, bin ich in 0,x Level 100. Ah, er steigert sich Level 2, Level 10. Na gut, wenn jedes jetzt 2 Level höher ist, dann müsste das letzte Level 20 sein. Was bei Karpador irrelevant ist, weil selbst Level 60 Karpador würde mir, glaube ich, nichts anhaben können. Oh, Level 16. Jetzt fährt er schon die Großgeliber. Ja, und Platscher, was für eine Attacke. Das ist eine Attacke, die ich verstehe, warum sie einprogrammiert wurde. Wobei es manche sagen, dass die Attacke einen Sinn haben sollte. Doch, sie haben es in der ersten Generation vergessen, haben aber dann diesen... kam so ein Running Gag, so ein Gag dazu, dass sie es einfach gelassen haben. Es gibt ja diese berühmten Kämpfe Karpador gegen Karpador und beide nur Platschern, es gibt kein Ende. Aber, haben wir genug davon. Der mit seinem Karpador, das müsste bald down sein. Und das wäre so ein Karpador, es gibt ja gar keine Erfahrung. Warum machst du denn Trainer mit 6 Karpadors? Sind nur AP-Verbraucher. Und selbst das ist egal, weil ich da vorne im Pokémon Center habe. 51 EP, das ist gar nichts. Da kriege ich am Anfang ja noch fast mehr. So, down. 6 Karpadors, geht's noch origineller? Da war Abwechslung drin. Okay, hoffentlich hat der was anderes. 3 Pokémon. Oh, wow, wieder ein Karpador. Ah, ein Goldini war was anderes. Juhu! So, Goldini ist auch da und es gibt wenigstens Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Und ja, ein Karpador. Wow! Die Weiterentwicklung von Karpador Garra, das ist ja richtig geil, aber Karpador ist einfach nur... Ah, einfach nur schwach. Ja, dein Karpador ist episch, genau. Und ein Megablock, das ist wieder so ein Item, was man im Kampf benutzen kann, wie X-Angriff oder sowas. Ich werde es natürlich nicht verwenden. Jetzt sind wir in ewig genau. Ja, das ist ein Verrückter. Hey, du da, ja, du Trainer, du, schon gut, siehst zäh aus. Ich werde deine Pokémon, du kannst sie behalten. Ach, der hätte, wenn ich schwach gewesen hätte, wäre mir das Pokémon geklaut. Interessant. Wo haben wir denn? Ah, da unten ist schon mal die Arena. Da kommt man noch irgendwie rein. Hier ging's rein, genau. Supertrank erfunden, das ist die Arena-Leiterin, Silvana müsste die heißen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist da noch irgendwo eine Pokémon-Statue, wo wir noch was machen können. Da unten ist der Radladen, aber da müssen, kommen wir da nicht hin. Genau, hier ist Barry. Bums. Leo, hey Mike! Du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue anzusehen, stimmt's? Ich bring dich hin. Ich hätte schon selber hingefunden. Oh mein Gott, der Wahnsinnige! Aber was? Ah, hier haben wir die, ja, die Pokémon-Statue der ewig genau. Fest miteinander gewoben. Geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form.
In Sinnoh fährt man das Pokémon des Raumes und aus der Zeit. Die Mythen Sinnohs, wir müssen sie auf Wahrheiten prüfen. Oh mein Gott, der ist so wahnsinnig. Geht's zur Zeit der ihr niederen Wesen. Gott, nicht immer, muss ich gleich persönlich werden. Oh hey. Bei diesem Zusammenschluss können wir eine brillante Idee, das ist genial. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird. Na, wie klingt das? Also pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen. Gegner dürfen nicht dich treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren. Du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Boah, schlau, wie wirst du schaffen, dass du nie getroffen wirst und immer triffst? Vollidiot. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss. Da hing mal ein Schild, da ging es um Dialga und Palkia, das waren Diamant und Perle. Dabei hängt sie nicht mehr dran. Und da ist irgendeine Frau. Oh, diese Untersilda, ist das ein Pokédex? Da kommen halt Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schön. Hallo Mike, den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier im Ewig genau steht die Pokémon, steht die Statue des Pokémons im Altertum. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass er ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. Ah, die versteckte Maschine Nummer 1, das ist Zerschneider. Jetzt brauchen wir alles in Orden. Die Form Zerschneider kann auf deiner Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deine Reise, Trainer. Oh, ich habe was vergessen. Richte Professor Eibe meine Grüße aus. Wer ist das? Woher weißt du den Professor Eibe kennen? Und warum schenkt sie mir einfach irgendwelche Sachen? Wir können dir schenken, habe ich jetzt nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen mit der Arena. Hallo, ich bin Silvana, die Arenenleiterin dieser Stadt. Der letzte, der mich herausgeforderte, war so ein ungestümer junger Kerl. Du kennst ihn, er ist Leo. Er hat dich schon angekündigt. Seitdem er gesagt hat, dass du auf dem Weg her bist, bin ich ganz zappelig. In meiner Arena triffst du erst am Ende gegen die Arenenleiter mich an. Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer dieser in der Arena. Ich warte ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusch mich nicht. Okay. Ich würde nur sagen, wir machen die Arena mit Pampyro. So eine Pflanzenarena ist, Feuerattacken sehr effektiv sind, finde ich das einen guten Job. Bist du die Erste? Oh ja. Da vorne sehen wir eine Blumenuhr und damit kommen wir immer zum nächsten Trainer und zum Schluss zur Arenaleiterin. Kikugia, Pflanzen-Pokémon, Level 17. Nein, nicht Tempo-Hieb, habe ich verklickt, tut mir leid, egal. Okay, das sieht sich stark aus. Dann machen wir nochmal Clue zum Schluss, dass ich müsste tot sein. Genau, down. Das Level wäre natürlich schlecht. Oh, Roselia. Okay, nochmal Clue. Das müsste es eigentlich, dass ich down. Ja, es ist tot. Au, ein Volltreffer. Dann ist klar, dass es hinüber ist. Und Level 19, jetzt müsste es Flammenrad lernen. Genau, Flammenrad. Eine stärkere Feuerattacke, die sehr nützlich ist. Ich glaube, die ist sogar physisch. Bin ich irre? Ja, die ist physisch mit 60 Stärke. 100 Genauigkeit, dann lasse ich ihm Platzfurie verlieren. Erste Trainer der Arena wäre besiegt. Und jetzt sehen wir, wie sich die Blumenuhr dreht. Ah, wir müssen nach rechts dieses Mal. Im nächsten Kampf nehme ich dann Staravia her. Braucht auch noch seine Level. Und ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part mit der Arena weiter. Also, schaut euch den nächsten Part auch an. Tschüss.